Moin, Servus und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Naja, ihr seht es ja schon im Titel, heute geht es um Flamenco und ja, ich wusste da zu einem vorherigen Zeitpunkt nicht, dass es bei einem Spot geht, den wir schon kennen. Ihr wisst, wo wir sind? Krone Paldeas, ganz oben hier auf dem Berg, in der Nähe von Montanata Arena. Denn wir müssen wieder hier nach unten zum Wasserfall. Aber bevor wir runtergehen, müssen wir hier oben unser Sandwich machen. Das heißt, wir speichern wie gewohnt ab, schmeißen unseren Tisch die Klippe runter oder versuchen hier einfach irgendeinen Spot zu finden, wo das funktioniert. Ja, das sieht auf jeden Fall nicht schräg aus, hast recht. Naja, wir machen unser Sandwich. Für diesen Fall brauchen wir Kampf. Ihr könnt natürlich theoretisch wieder Bewegungskraft 2 ausprobieren, aber am besten funktioniert es natürlich immer mit dem Level 3. Dazu nehme ich in meinem Fall hier jetzt einmal Tomate, grüne Paprika, Zwiebel und für Kampf zweimal Gewürzgurke. Es funktioniert auf jeden Fall zweimal scharfes Geheimgewürz. Wenn ihr jetzt ausprobieren wollt, welche Gewürze noch funktionieren, dann ist unten in der Videobeschreibung natürlich wieder der Sandwich Simulator verlinkt. So, ihr seht schon, Schlagkraft, Titelkraft, Begegnungskraft, Level 3 für Kampf. Und dann springen wir einmal von der Klippe Richtung Wasserfall, der ist hier. Was ich auch sehr interessant finde, würde ich kurz erwähnen, hier gibt es haufenweise Krabbox, wenn ihr Kampf aktiviert. Falls euch das interessiert, mich interessiert's, finde ich sehr nice. Vielleicht kann man das hier auch handeln ganz gut. Aber ich habe für Krabbox, glaube ich, noch einen anderen guten Spot, den werde ich euch in einem anderen Video zeigen. Wir kümmern uns jetzt erstmal um Flamenco. Wie gesagt, hier unten am Wasserfall. Ich zeige es euch nochmal auf der Karte. Und da drüben seht ihr schon, ihr geht am besten hier einfach so nah wie möglich ran an den Wasserfall. Und dann spawnen die da drüben. Hier an dieser Stelle könnt ihr natürlich kein Picknick aufschlagen. Das heißt, wenn da genug sind, dann geht ihr einfach ein Stück zurück, alle die spawnen, geht wieder hin und sie respawnen. Ich habe das Ganze diesmal im Livestream ausprobiert und naja, es hat mich 2 Stunden gekostet, aber es ist natürlich eine Glückssache. Wie gesagt, ihr könnt es innerhalb von, ja, keine Ahnung, 5 Minuten heilen, von 2 Minuten, von 1 Minute oder halt wie ich Pech haben und erst nach 2 Stunden bekommen. Ich war der, der immer auf unschuldig tat. Da ist es, das Shiny in der letzten Minute. Let's fucking go. Ich wusste, ich bekomme es heute noch. Chill, 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 chill. Wie kommst nicht, du da rüber? Nicht weg, bitte nicht. Flieg weg, er kommt. Ah, ich hab's. GZ. Digga, jetzt komme ich da nicht mehr raus. Hilfe! Ich komme nicht mehr davon weg. Ich komme nicht mehr weg! Ich bin frei! So, das soll es dann wieder mit dem Video gewesen sein. Wenn ihr noch andere Spots kennt, wenn ihr noch andere Videos sehen wollt, wenn euch noch irgendwas interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen und abonnieren nicht vergessen, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!